Hallo Fallout-Freunde, willkommen bei Fallout New Vegas mit Boone und EDI. Und wir sind hier in Das Grey, was auch immer das für ein Ort sein mag, und sind schon auf Schläger getroffen. Ja, oh, hier gibt es eine Haarklammer. For free, die nehme ich mit, sehr schön. Und man scheint uns trotz gezückter Waffe nicht. Hallo, Hi! ich hab dir nichts zu sagen, Loser. Verpiss dich. Okay. Man ist uns doch, also man greift uns nicht sofort an, das ist schon mal sehr positiv. Aber besonders gut auf uns zu sprechen scheint man irgendwie auch nicht sein. Wer bist du? Bewohner von Nordvegas, das Grey. Was ist das hier für ein Ort? Ist das hier so ein, ja, jeder kommt und geht, wann er möchte? Oder was ist das hier? So eine Art Vorsicht bei den Unholden in den westlichen Abwasserkanälen. Obdachlosenheim oder was ist das hier? Hast du was zu sagen? Nee, du bist auch nur Platz von Nordvegas. Ja, geil. Hier oben vielleicht. Bewohner, Bewohner. Hallo? Ah! Leere Whiskyflaschen. Ich brauche aber volle. Und davon 5 Stück. Von Nordvegas. Ach. Ach, schon wieder so ein Dino. Bla. Eine Nachladebank, die können wir sogar frei benutzen. Du bist auch nur. Warum sind denn hier so viele No-Name-NPCs? Das sind ja irgendwie. Das ist jetzt hier das Haus der No-Name-NPCs. Truhe, okay. Ich will hier eigentlich nichts stehlen. Ich meine, die ganzen Schläger, habe ich jetzt keinen Bock, dass die auf uns losgehen, wegen, keine Ahnung, 2 Haarklammern oder irgendwas. Ne? Also, muss jetzt nicht sein. Aber ein bisschen merkwürdig finde ich diesen Ort ja schon. Ja, also, das Buben mir ständig im Weg steht, finde ich auch nicht gut. Aber gut, okay, es scheint hier anscheinend nichts zu geben. Oder vielleicht kommen wir ja nochmal an einem späteren Zeitpunkt hierher zurück. Gut. Soweit, so uninteressant. Er steht hier immer noch da und möchte über das Leben philosophieren und wissen, wer ich bin. Wenn wir jetzt Überleben geskillt hätten, was wir im Hardcore-Modus definitiv hätten tun sollen. Aber wir spielen ja nicht den Hardcore-Modus, deswegen habe ich es nicht getan. Dann könnten wir wahrscheinlich irgendwas, irgendeinen Erfolg noch kriegen oder er gibt uns eine Quest oder sonstiges. Aber so sieht das Ganze eher nach, ja, eher nicht aus. Als könnten wir das irgendwann jemals schaffen. Was ist hier oben? Eine Wand. Toll. Ich glaube, hier kann man wahrscheinlich nur in die Kanalisation. Aber vielleicht finden wir ja da einen Händler. Dann wollen wir doch mal in die Nordkanalisation. So. Ja, hier möchte ich rein. Läuft es hier nach einem System ab oder? Licht an. Es ist ein Raum mit 4 Wänden. Okay. Nee. Okay, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Wer bist du? Bürger von New Vegas, okay. Noch ein Bürger, noch eine Bürgerin, okay. Soweit so uninteressant. Wir wollen tiefer. We need to go deeper. Ich glaube, es ist ein Minecraft-Achievement, wenn ich mich richtig erinnere. Zentralkanalisation, genau. Da wollen wir hin. So, dann schauen wir doch mal, was uns erwartet. Haben wir hier nicht auch gekämpft? Ich glaube schon. Oder sagen, ich finde, das ist ein absolutes Labyrinth, deswegen schaue ich jetzt mal auf die lokale Karte. Okay, hier runter. Dann irgendwie. Ah, hallo. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Gut, hier lang und dann links. Da waren wir nämlich noch nicht. Was ist das hier? Nehmen wir eine andere Waffe raus. Ich glaube, hier in der Nähe reicht auch Little Kick-Ass zum Beispiel. Geht's hier lang? Östliche Zentralkanalisation. Okay, ich glaube, hier waren wir schon. Hier oben waren wir noch nicht. Jedenfalls sagt die lokale Karte, dass wir hier noch nicht waren. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Raum, der noch nicht offen ist. Aha. Blind Luke. Korken, Lukes Fund. Sunset Sarsaparilla. Fallobst. Was ist denn Lukes Fund? Gegenstände, sonstige vermutlich. Ist das ein Questgegenstand? Hilfsmittel? Nee, wahrscheinlich Hilfsmittel. Oder? Nee, das hat sich angehört wie ein Schlüssel, ne? Sonstiges. Das hat sich angehört wie ein Lügmod. Okay. Oder war das eine Notiz oder keine Ahnung? Sonstiges? Nein. Oh Mann. Waffen. Hilfsmittel. Nee. Auch nicht. Das ist eine Kleidung. Nee. Nee. Ich habe das doch mitgenommen. Was ist denn Lukes Fund? Blind Luke. Merkwürdig. Wahrscheinlich wird es mir irgendwann mal wieder über den Weg laufen, falls wir entsprechende Quests kriegen. Ich habe es auf jeden Fall mitgenommen. Von daher, wir haben es im Inventar. So, einmal. Blöde Ratte. Tschüss, Riesenratte. Braucht kein Mensch. Hier oben geht's wieder raus, oder? Dein Arsch gehört mir. Hört sich nach Ghoul an. Nein, ich will eigentlich nicht meine Kumpel beschießen. Tatsache, ein wilder Ghoul-Streuner mit einem Korken. Toter Prospektor. Ein Kreuzschlüssel. Peak 8, Lucky 38. Stimpack, schmutziges Wasser. Whisky, sehr wichtig. Aha, okay. Warte mal. Oh, shit, was ist das? Schlüssel. Ja. Seesack. Alles klar. Informatik Intim, Klemmbrett. Oh, shit, nein, ich habe irgendwas mitgenommen. Das Klemmbrett, ne? Ja. Informatik Intim. Boom, du stehst in absoluter Schwärze. Hm. Sonstiges. Auffällige Zigarettenkippe? Nee. Solaranlagenteile. Violettas Gehirn. Das sind wir auch nicht losgeworden, ne? Ah, das kann ich ja noch nicht wegwerfen. Okay. Trinken will ich das Zeug hier auch nicht. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, wofür der letztendlich uns was bringt. Aber gut. Was man hat, das hat man. So, lokale Karte. Wo war ich denn noch nicht? Okay, das heißt da vorne, dann irgendwann rechts und dann wieder links. Da waren wir auch noch nicht. Gut. Gut zu wissen. Dann gehen wir doch da mal da lang. Haben wir hier schon? Ja. Überall, wo es offen ist, waren wir schon. So, jetzt mal hier hoch und dann irgendwann links. Oh, die haben aber auch nicht durchsucht. Schmutziges Wasser, Prospektorin. Okay, weiter geradeaus. Oh ne, ist verstopft, okay. Da kommen wir nicht weiter. Wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen rechts lang.
dann geradeaus und dann wieder rechts. Das sind die ganzen Ratten, die wir erschossen haben. Wo geht's hier hin? Östliche Zentralkanalisation, okay. Da vorne sind zwei freundliche Gestalten. Ah! Ach, ihr seid die RNK! Habt ihr was für mich? Nö, habt ihr nicht. Okay. So, hier lang können wir noch. Da ist es auch schön. So. Genau. Hier. Ach, was haben wir denn da? Unholde. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Und wir haben Karma dazu gewonnen. So. Korken, Splittergranate. Sehr schön. Was hattest du dabei? Korken, Hülse. Nichts von Bedeutung. Boon macht schon wieder auf Aggro. Ist alle Bist klar. doch irgendwo da draußen. Dein Arsch gehört mir. Springmesser. Okay. Unholde haben sich also auch in der Bibliothek, wollte ich jetzt sagen, Kanalisation eingerichtet. Mit was ballerst denn du rum? Wisst ihr was? Wir probieren jetzt mal den Sturmkarabiner aus. Ja. Haut rein, würde ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe den schon mal benutzt. Karawanenschrotflinte. Ich dachte jetzt Wunder, was der für eine Waffe hat, nachdem der so einen dunklen Klang hatte. Aber nur eine Karawanenschrotflinte. Gut, was sollte man von Unholden natürlich erwarten, was die haben. Vor allem, wenn sie hier unten in der Kanalisation hausen. Kriegen sie wahrscheinlich auch regelmäßig von der einheimischen Bevölkerung auf die Fresse. Aha, wir haben einen Schlüssel für die versiegelte Kanalisation. Das ist auch cool. Wahrscheinlich war das dieser Schlüssel. Logisch. Oh, Gule. Gule, Gule, Gule. Und hier ist auch radioaktiv. Wilder Ghoulstreuner, okay. Oh, hier sind viele. Hier sind verdammt viele von den Ghoulen. So, den hat es zerfetzt. Boon, alles gut? Sieht fast so aus. Wir haben es überstanden. Korken, Korken, Whisky könntet ihr dabei haben. Whisky, Whisky, Whisky. Korken. Okay. Hier liegt noch ein Auge vom Leuchtenden. Wen haben sich denn die gekrallt? Der gemeine Totschläger. Okay. Eine schallgedämpfte 22er Pistole. Naja, gut, könnte man theoretisch verkaufen, aber nö. Ja. Nö. Yep. Oh, ein Stealth Boy. Gern gesehen, muss ich sagen. Weil selten. Ist das alles? Ah, das war ein cool Plünderer tatsächlich sogar. Hab ich den niedergemacht oder lag der hier schon? Das sind die richtig harten. Naja, das ist jetzt so ein Secret gewesen mit einzigartiger Waffe. War eigentlich ganz nett. Ne? Hat mir ganz gut getaugt. So, wo waren die jetzt sonst noch nicht? Daten. Lokale Karte. Ah ja, hier geradeaus und dann links. Da waren wir auch noch nicht.
Riesenrasse. Der Gewehrschütze. Hier vorne ist auch nichts. Ist bloß verstopft, okay. Die Riesenratte will ich gar nicht plündern. Das lohnt sich eh nicht. Das ist schon wieder ein Unhold mit einem Kleinkalibergewehr, genau. Ja, dann... Wo waren wir noch nicht? Da hinten geht es nicht lang. Vorne und dann links waren wir auch noch nicht. Okay. Ich mache jetzt einfach mal eine komplette Kanalisationsfolge. Wir erkunden hier einfach mal Schritt für Schritt die Kanalisation. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Einfach nur um... Achso, wir sind hier vorbei, da kann man gar nicht weiter. Okay, einfach mal... ja, neue Orte entdecken, Spaß haben. Sowas halt, hier ist ein bisschen überflutet, okay. Ihr macht gar nichts, weil ich meine, wir stecken eh schon bis zum Kopf in Scheiße, aber bis zum Hals in Geld. Ja. Und rüber. Hier ist verstopft. Nö. Komme ich hier raus? Hilfe. Das Wasser backt, das ist auch. Gut, grundsätzlich Wasser ist ja was, was am schwersten darzustellen ist, aber das hier hat wirklich keinen Anspruch. Gefällt mir schon wieder nicht. Gefällt mir gar nicht. Naja, gut. Verlassen wir mal in irgendeine Richtung die zentrale Zentralkanalisation. In welche ist mir jetzt eigentlich gerade egal. Am besten in die erste, in die wir finden. Die hier zum Beispiel. Schon wieder Boon, der um mich rumschleicht. Östliche Zentralkanalisation. So. Hallihallo, da war ich anscheinend auch noch nie. Ich habe kaum abgedrückt, schon ist der tot. Das ist doch kein Gegner. Das ist eine Krankheit. Der Stuckkarabiner ist echt schön. Der ist wirklich schön. Ich sollte bloß nicht so viel Muni verschwenden. Probieren wir es mal wieder mit Little Kick-Ass. Genau. Ich würde mich wirklich freuen, wenn meine Mitbewohner weniger Krach machen würden oder sich weniger laut im Gang unterhalten würden. Weil dieses Gemurmel haben. Zu haben, das ist mal nervtötend. Tierverein, töten Sie mutierte Tiere. Okay, die ist an ihrem eigenen Bug verreckt. Lokale Karte bitte. Ja, wir sind auf dem Weg in unbekannte Gefilde, das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier geht's raus. Hallihallo? Jemand zu Hause? Geht's auch nach oben? War ich hier schon? Nein. Hallo? Das finde ich ja auch total gruselig. Nordkanalisation. Wenn man mal überlegt. Wenn du dich ja nicht auskennst, dann stürzt einem ab und zu auch mal das Spiel ab. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn man so aus reiner Abenteuerlust oder, weiß nicht, aus Neugier, aus Sonstiges, in so ein Katakomben oder was eindringt, kann es sein, dass man da sich überhaupt nicht zurechtfindet und man da irgendwann verhungert, weil... diese so Katakomben oder sowas, die so dermaßen verzweigt und tiefgehend sind, dass wenn du da keinen ordentlichen Führer hast, dass du da wahrscheinlich hoffnungslos verloren bist.
Die Vorstellung, da irgendwo rumzuirren, irgendwo unterhalb der Erde, ohne Essen, ohne gar nichts, und dann irgendwann elendig verhungern müssen, einfach weil man den Weg nicht mehr findet, das finde ich sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Naja, die Folge ist an der Stelle beendet, weil ich bin etwas frustriert, nachdem mir das Spiel schon jetzt mehrfach abgestürzt ist und es ist auch zu spät, um noch weiter aufzunehmen. Ich muss morgen wieder arbeiten. Von daher eine, ja, etwas kürzere Folge, aber denke ich, durchaus in Ordnung. Ja, dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.